Willkommen zurück, meine Lieben. Hier ist euer M3D. Und ich mache jetzt einen großen Fehler wahrscheinlich. Oho. Hat mir ein Haustier vielleicht? Ich habe es mir schlimmer erwartet. Ach, guck mal hier. Da haben wir sozusagen Mutti gezeichnet, würde ich behaupten. Ja, man kann hier viel in das Spiel reininterpretieren. Ich finde das sehr geil gemacht, ohne Witz. Aber ist halt auch alles ein bisschen schwierig, ne? Oh Gott. Das ist ja auch Ansichtssache. Das kann halt leicht zu einer Diskussion führen. Zu einer negativen Diskussion. Aber normalerweise, bei vielen dürfte man sich ja da ähnlich sein. Also jetzt so von den ganzen Let's Playern her, die da jetzt irgendwas anderes reininterpretieren. Kann ich da hin? Nein, oder? Schade. Alter. Ohne Witz. Mir geht's hier nicht gut. Nein, 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 nein. Ich bin übrigens immer noch in der ersten Aufnahmesession. Also, wenn ich immer noch ein bisschen schmerzverzerrt klinge, Freunde. Macht euch keine Sorgen. Denkt euch nichts dabei. Alles cool. Ich bin nur einer. Ich will halt kein Schmerzmittel nehmen. Ja, und deswegen ist schon alles ganz okay. Oh, da können wir reinkrabbeln. Jawohl, jawohl, jawohl. Boah, mich machen die ganzen Stimmen fertig und sowas. Ja, weißt du, wenn es einem schon nicht gut geht, wenn man, sage ich mal, aus dem Krankenhaus rauskam und so. Und dann aufnehmen muss, das so also gleich so ein Horrorspiel, das ist schon ungewöhnlich. Also man, ich kenne es halt so, dass man sich vielleicht mal an die Konsole setzt oder so. Ich habe ja über 20 Konsolen. Falls das keiner wusste, ich sammle sowas. Und ja, aber so am PC sitzen. Wenn du ein Objekt hältst, kannst du es mit Right Mouse Button werfen. Ach was, wusste ich gar nicht. Oh, ich dachte, das wäre jetzt richtig. Alter, bleib stehen. Gut, das wollte ich gar nicht fallen lassen, aber passt. Ja, ich habe so eine Maus, die halt richtig leise ist. Alles klar, schon gesehen. Also ich habe so eine Maus, die ist halt richtig leise, damit ihr diese Klickgeräusche nicht mehr hört. Aber die lässt sich halt auch nicht so prickelnd shit heuern. Ja, das ist halt... Man kann nicht alles haben. Oh Gott. Aber Hauptsache, ihr hört keine Klickgeräusche mehr. Dann kämpfe ich mich lieber mit so einem Scheiß ab, als dass ich ständig versuchen muss, diese Klickgeräusche rauszufiltern. Oh Gott, Hilfe. Oh, was ist das? Nein! Mama, ich wollte das gar nicht. Mami, nein! Es tut mir leid! Häng das Scheißding dran! Komm, komm, komm! Alter. Man weiß ja gar nicht, ob die... Oh, guck mal hier. Man weiß ja gar nicht, ob die hierher kommen kann oder nicht oder sonst irgendwas. Was ist das? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ah, ein Jojo. Ein paar Dinge zur Auswahl zum Werfen, ha? Kann man das so gut werfen wie ein Ball? Piu. Joa, man kann. Was soll denn diese Spielkarte da sein? War einer unserer Elternteile vielleicht glücksspielsüchtig? Man weiß es ja nicht, ne? Okay. Safety first. Hier scheint es sicher zu sein. Oh Gott. Ich bleib mal hier drunter. Ich glaube, hier bin ich noch am sichersten. Was ist das denn? Eine Lampe. Ich höre wieder diese... Dieses Gesumme könnte gut von der Mutter kommen. Ja, ich glaube, ich krieg gleich einen Todesschreck. Ohne Witz, Freunde, ich sehe es schon kommen. Also wie gesagt, meine Politik ist klar, ich, wenn ich hier sterben sollte, ist mir egal. Ich habe Todesangst, ich freue mich... Oh, das war easy. Na komm. Ich freue mich einfach, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Hoffentlich erfahren wir am Ende mehr. Aber was ich einfach damit sagen will, ich glaube kaum, dass ich so gut reagieren werde, dass wir abhauen könnten. Das traue ich mir so aktuell nicht zu. Guck mal hier. Entweder sind wir, dass wir dass uns. Also, wir haben uns entweder im Schrank versteckt und weinen. Oder Mami hat auf die Zähne gekriegt und weint. Könnte auch sein. Vielleicht vermuten wir, dass wir. Dass die Mutter das Übel aller Dinge ist. Aber vielleicht könnte es auch der Vater sein, der unsere Mutter geschlagen hat.
Und deswegen vielleicht in die Alkoholsucht oder sowas abgerutscht ist, keine Ahnung. Also es gibt schon viele Dinge, über die man sich Gedanken machen kann. Alles klar, ich hab's verstanden. Wir müssen das Ding aufmachen, dann rutscht es hier durch, wir können da hin, bla bla bliblub. Also brauchst du da noch gar nicht hochklettern. Alles klar. Gut, kann man da runter vielleicht? Ich finde es ein bisschen komisch, dass ich hier hin könnte. Das heißt für mich, dass ich, ja, auf die Flucht gehen muss irgendwann. Scheiße, ey. Wir könnten ja theoretisch gesehen schon mal den Weg ein kleines bisschen ebnen. Damit wir, ja, falls wir vielleicht fliehen müssen oder so, es nicht so schwer haben. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, aber wir machen es einfach mal. Kletter mal kurz hier hoch. Ja gut, das nächste brauche ich ja gar nicht machen. Alles klar, wir können dann einfach da hochgehen. Okay. Aber wofür war der Hocker gewesen? Das ist für mich auch noch so eine gute Frage. Eine gute Frage. Ah, kann man damit vielleicht auf den Tisch gehen oder so? Könnte ja sein, aber die Frage ist halt, was man da oben soll, ne? Boah, komm, Hocker. Gib dir. Ihr könnt es ja mal ausprobieren, warum nicht, ne? So. Gleich sind wir angekommen. Und jetzt gehen wir einfach mal da hoch. Nein, ich darf da nicht hoch. Okay, alles klar, dann schiebe ich den Hocker. Ach, scheiß auf den Hocker, ey, ohne Witz. Ich hoffe, der wird nicht wichtig sein und dass ich jetzt nicht irgendwo abkratzen werde, nur weil ich den Hocker da liegen lassen habe. Ich gehe jetzt einfach da hoch und versuche das Problem hier hinten zu lösen. Das kackdünne Brett, ne? Das ist natürlich genau das, worauf ich stehe. Ach, guck mal hier. Klemmt sie wieder. Was ist mit wieder gemeint? Oh, ich krieg die da gar nicht raus. Doch. Nein, doch. Ja. Ah, ja. Komm schon. Das würde mich mal interessieren, was passiert, wenn ich erstmal hier gucke. Kann man da auch? Also da hoch glaube ich jetzt nicht, dass man das kann. Nein, kann man nicht. Man kann eventuell. Nein, kann man auch nicht. Okay. Ich will aber mal da hinten gucken. Ich vermute zwar jetzt nichts, also nicht irgendwas Besonderes dahinter. Eigentlich vermute ich da gar nichts dahinter, aber. Also hier. Aber mal gucken ist besser als, ne? Nicht gucken. Na gut, schade. Ist wirklich nichts. Ach Mann. Hätte mal eine Überraschung sein können. Machen wir den Teddy weg und dann ab geht's. Hier kann man, ich vermute mal, runterfallen. Deswegen gehe ich lieber den ganz normalen Weg zurück. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss, ob ich den Hocker nicht wirklich woanders hätte hinlegen sollen. Oh Gott! Am Arsch. Ja. Ich sehe wieder diese Augen. Ist doch irgendwas. Oh, ich dachte, ich ge. Ja, okay. Oh, eine Tür. Aber ich glaube nicht, dass wir die befreien können. Boah, alter Freunde, ich hab Schiss. Gut. Bei drei renne ich jetzt da hinten hin und kletter da hoch. Eins. Zwei. Drei. Aber irgendwie passiert hier gar nichts. Ah, man kämpft mit meiner Angst. Okay, alles klar. Nee, man spielt mit meiner Angst. Hätte ich die Kiste hier durchspringen müssen? Nein. Das ergebe keinen Sinn. Das klappt. Sehr schön. Wunderbar. Also, was ich noch bräuchte, wäre eine leise Tastatur, fällt mir auf. Ich finde es halt traurig. Man hat eine teure Tastatur und hatte mal eine teure Maus, ja, die sich im dreistelligen Bereich aufhält, weil man Gamer ist oder. Ja, ist eigentlich. Und dann machen die Scheißdinger so extreme Geräusche, dass du sie fürs Aufnehmen eigentlich gar nicht gebrauchen kannst. Das ist einfach nur übel. Und dann kaufst du dir eine Maus für 30 Euro, ja, die gar keine Geräusche macht, aber die dafür von der DPI und sowas so unter aller Schublade ist, dass du eigentlich nur noch weinen könntest und dass die Drucktasten so schwer sind, dass du einfach nur noch vor lauter Qualen, ja, schreien könntest. Oh Gott. Okay, meine Freunde, ich würde sagen.
Warte mal, versuchen wir mal das Bild zu erkennen. Ich glaube, das ist ein Baby, was sich unter dem Tisch versteckt und Mutti oder irgendwas will uns antatschen. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.